Mahlzeit Mädels. Es ist mitten in der Nacht. Der Kirom brennt wie immer. Licht. Hier liegt nichts. Kleine Flamme noch an. Motorhaube ist vorbereitet. Hier kommt meine Airbrush-Kanone. Ich habe alles bereit. Ich werde jetzt hier noch die Nieten nachhauen. Und dann werde ich die ganze Haube heute Nacht noch in Klarlack hauen. Damit die morgen Mittag so gut wie trocken ist. Das ist jetzt so der Plan. Zweite Flamme an, damit ich hier nicht erfriere. Oh, das war fast alles weg. So, auf geht's. Nicht lang schnacken, Korb in den Nacken, los geht's. Ja, Jungs, und so entsteht Niete für Niete, Schlitz für Schlitz. Was weiß ich nicht, für was weiß ich nicht, das Stück der Nietenoptik. Jede einzelne Hand gemalt. Ne? Ja, das war hier ist diese ganze Geschichte dafür. Eine nacheinander. Alles mal verschieden und dann hier geht er gleich hier auf die Bank und dann geht er los. Ich freue mich da schon drauf, wenn da der Klarlack drauf ist. Wird zwar kompliziert, so viel Fläche, ne, mit einer Hand, und aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Schaffen wir schon irgendwie. Ne? Also wir sehen uns gleich zum nächsten Abschnitt. Dauert noch ein bisschen. Bis gleich. So Jungs, mit den Nieten ist alles vollbracht. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch mit dem Staubbindetuch hier einmal rüber. Und dann geht die Heizung aus. Und dann kriegt der einmal von mir Klarlack. Und dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ich meine, die Haube hat zwar ein paar Schläge und ein paar nicht so schöne Sachen, aber ganz ehrlich, egal. Alles tausendmal besser als vorher. Ja, ich bin ja nun hier auch keine Lackiererei. Aber ich glaube, wenn ich die richtigen Voraussetzungen habe, so wie eine Kabine und sowas, dann bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass ich sogar eine richtig geile Lackierung zaubere. So Jungs, wir gucken uns gleich mal das Zwischenergebnis an, ja? Ich hau da jetzt mal eine Runde rüber. Bis gleich. Ja Jungs, machen wir erst einen Zecken, sieht so aus. Hier sind nur so ein kleiner Fleck entdeckt. Ja, dass wir alles seine Richtigkeit haben hier. Oh, Chris braucht noch Luft, aber egal. Ja, Haube ist auch komplett in Klarlack. Eine Dose habe ich gebraucht. Die lasse ich auf jeden Fall bis morgen so wie sie ist hier ablüften. Sieht schon sexy aus. Ne? Ich bin auf das Endergebnis so gespannt. Ne? Naja, ich lasse die Kiste hier durchtrocknen und dann gucken wir uns den Kram morgen an. Ne? Ist so. Also Jungs, bis morgen. Mahlzeit Mädels, wir haben ja heute auch wieder hier richtig was zu tun. Hier ist halt wie bei Too Fast Too Furious. Hier steht Golf 3. Hier haben wir einen Golf 3 Turbo. Wir haben Max seinen Gurkenbus hier. Wir haben Golf 3 Cabrio hier. Wir haben Golf 1 16 V Weber hier. Nico ist noch da mit seinem V6 Turbo. Volle Granate. Wir gucken. So, dann müssen wir uns erstmal angucken hier. Das müssen wir erstmal festhalten. Die Leute müssen auch denken, was ist hier denn los? Volle Granate. Hier ist auch noch mit Luftmassenmesser, machen wir auch ein Video drüber. Luftmassenmesser defekt, Luftmassenmesser getauscht. Problem immer noch da, wir müssen Kabel messen und gucken, was da los ist. Das machen wir morgen. Max, sein Gurkenbus ist jetzt auch am Wochenende dran, der wird fertig, hab mit ihm geschnackt und dann geht das auch alles wieder weg hier. Richtig geiles Wetter und alle Jungs hier, hundertprozentig. Ja Jungs, die Teile liegen hier auch noch in der Sonne, schön zum Abtrocknen.
trocknen, wie sie auch immer. Die sind zwar komplett trocken, aber ich lege die trotzdem in die Sonne. Zwar jetzt überall Staub drauf, ist auch normal, die liegen hier auch schon ein bisschen länger. Das Konzept wird geil. Jetzt hole ich den Golf gleich raus und dann geht's weiter. Steht da. Und was machst du, Mila Mausi? Bist du dich, oh, bist du dich am Sonnen? Ja? Fein, ne? Du magst das gerne, ne? In der Sonne liegen, ne? Fein, ne? Schöne Maus. So Jungs, wie versprochen, Kofferraumdeckel ist ab. Kofferraumdeckel steht da. Der wird gemacht. Und die Restarbeiten hier hinten sauber machen, auslackieren. Wie gesagt, hier hat er mal irgendwie so einen kleinen Ditcher gehabt, nichts Wildes, nur Kante krumm. Hier ist das Blech alles gerade. Ah, hier ist der ein bisschen eingedübelt, aber das ist nicht so wild. Kofferraum geht zu. Ne, von innen ist das auch nicht so. Hat er mal einen draufgekriegt. Die Seite werde ich gleich noch durchschleifen, damit wir das schon mal hinter uns haben. Tierleisten ab, Spiegel ab, abkleben, Scheiben abkleben. Ich habe mal Probe gesteckt, Jungs. Ich habe einfach mal Kotflügel drauf gehangen, Haube drauf gelegt, Grill ist ja sowieso. Wir gucken einfach mal. Das sieht doch ganz geil aus. Kann man auf jeden Fall so machen. Bobby, geh mal ab. Los! Los! Mach einen Abflug! Ne, guck mal, so war der vorher, aber in zig verschiedenen Farben und voll in Arsch der Lack. Und jetzt haben wir das. Monstermäßig. Geile Nummer. Hier liegt noch die Heckstoßstange, die stecke ich jetzt nicht Probe, weil das mir zu viel Tamtam ist. Weil die hier so rüber geht, wie man sieht an den Schleifspuren. Beidseitig, irgendwie geht die da schwierig rüber, muss ich sagen. Hier auch. Aber wenn sie sitzt, dann sitzt sie, ne? Aber es kommt auch, weil die hier so komisch eine andere Stoßstange hatten und hier so Blechhalter noch hin haben. Die muss ich erstmal alle demontieren. Deswegen ist das ein Rostpickel? Ne. Wollte gerade sagen. Naja, Jungs, dann wisst ihr, was noch hier auf der Tafel steht gleich. Schleifi, Schleifi, Putzi, Putzi. Natürlich werden alle Teile zum Schleifen wieder hier abgenommen. Die liegen auch nur so drauf, ne? Nur mal eben so zur Deko. Das werde ich gleich alles wegpacken, wenn ich hier irgendwas anfange, damit da nichts dreckig wird. Das wird alles in Decken gepackt. Ich wollte nur mal sehen, wie das Gesamtbild wieder so wirkt und was wir auch für eine Felgenfarbe nehmen können. Ne? Guck mal, Bremssattel ist rot. Ich würde schon fast sagen weiß, aber Bremsstaub und so, das ist dann scheiße. Das sieht doof aus. Orange würde nicht passen, ist an dem ganzen Auto nicht dran. Vielleicht nehme ich auch ein Mausgrau. Ein Mausgrau wäre wahrscheinlich geil. Grundierung und dann Grau. Ne, wäre auch ganz geil. Aber nichts geairbrushed, sondern einfach nur in Grau, die ganze Felge. Fehlt mir der Deckel? Ja, da fehlt mir ein Deckel. Tatsache. Oder? Hier ist ein Deckel, da ist ein Deckel. Ne, ich glaube, hier waren die Felgen ab, ne? Auf der Seite. Aber da kann auch sein, dass der noch da ist. Ansonsten bestelle ich mir einen nach. Einer fehlt, glaube ich, ne? Oder suchst du mir einen Garten, Dicker, hä? Naja, Jungs, wir schauen mal weiter. Ja, Jungs, ich habe die ganze Seite durchgepettet. Ich habe hinten den kompletten Einstieg fertig lackiert. Mit unten alles fertig von hinten. Ne? So, was habe ich noch? Ich habe die komplette Innenraum raus, kompletten Verblender alles raus, siehst du? Spiegellicht hier noch, den muss ich auch brushen, damit ich das alles brushen kann, damit er so schnell wie möglich fertig ist. Stoßstange, Frontstoßstange wird jetzt geschliffen. Ja, Haube und so liegt alles mal drauf, habe ich ja vorhin schon gesagt. Sieht mir doch geil aus, ne? Das Projekt. Fenster sind alle abgeklebt, alles schon im Vorfeld, umso weniger Arbeit haben wir nachher. Ne? Wie gesagt, Innenraum ist komplett. Jetzt alles raus vorne, weil ich, wie gesagt, das heute Abend alles airbrushen werde, diese ganzen Teile hier. Und dann hier, dass der Razzifazzi wieder zusammenkommt. So ist der Plan auf jeden Fall. Also bis gleich. So Jungs, es ist schon wieder duster draußen, kann nichts mehr sehen. Kiste steht schon wieder drinne. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben hier die Fenster abgeklebt für Klarlack, wenn er denn kommt. Ne? Hier die Seite wird jetzt bald fertig gebrusht. Ich denke mal, jetzt am Wochenende oder Anfang nächster Woche.
Lass noch mal gucken. Andere Seite ist auch schon matt schwarz. Ne? Das habe ich gerade noch gemacht. Also hat nur eine Rutsche gekriegt. Also einmal eben so ein kleiner Nebler, überall schimmert der noch komplett blau durch. Motorhaube ist hier abgesichert. Ne, hier drinnen wird jetzt nichts mehr lackiert, wenn die neuen Teile hier drinnen stehen. Die kommen immer alle raus. Das packe ich immer alle hin und her. Wie gesagt, Einstieg hinten für den Kofferraum ist auch auslackiert. Hier noch nicht, weil ich hier noch ein bisschen was machen möchte an dieser Stelle. Ja, wie gesagt, ganzen Innenraumteile sind alle raus. Die liegen alle im Büro. Die werde ich heute Nacht alle airbrushen. Kofferraumklappe ist ab. Kofferraumklappe liegt auch schon startklar hier drüben drin. Ne? Da werde ich auch nachher mit anfangen. Ganze Nöpsis raus, hier Kabel raus. Motor werde ich wahrscheinlich drinnen lassen und alles abkleben. Weil ich die nur bis hierhin lackieren muss. Deswegen brauche ich den ganzen Kram nicht ausbauen. Drinne Bremsleuchte und so weiter, das schließe ich alles wieder an. Original Heckscheibenwischer, das bleibt alles so drinne, nichts weggecleant. Ich werde die Scheiben abkleben, den ganzen Gedöns hier abmachen und dann wird das Ding lackiert. Ne, erstmal von der Innenseite, dann muss das getrocknen, dann lasse ich das trocknen, aber das geht ja bei matt-schwarz Gott sei Dank relativ schnell. Dann drehe ich die ganze Geschichte um und dann ist die Außenhaut dran. Ne? Ja, so ist erstmal der Plan für heute. Ich werde das Video jetzt für euch mal eben zurechtschneiden. Und dann gucken wir mal, wie wir es weitermachen. Also ich bin jetzt schon richtig guter Dinge, weil das, was ich bis jetzt gemacht habe, so, was wir hier sehen, was da so am Glänzen steht wie verrückt, Kotflügel. Ne, also ich bin da echt guter Dinge. Da haben wir schon echt viel gemacht. Richtig geile Nummer. Frontstoßstange hat auch schon ersten Schliff hinter sich, damit die sauber ist. Aber wie gesagt, ist mir jetzt zu dunkel und drüben im Raum, wo ich lackiere, möchte ich nicht schleifen. Also wird die morgen geschliffen. Hier muss nur noch das Dach schwarz. Und dann haben wir eigentlich soweit auch schon fast alle Teile schwarz. Und wir sind gut im Rennen. Wir sind richtig gut im Rennen, würde ich sagen. Ne, außen wie innen, wie unten, wie oben. Wir haben geschweißt, wir haben lackiert, wir haben alles Mögliche. Den anderen Spiegel, einen habe ich schon lackiert, der andere Spiegel liegt hier. Das ist die andere Seite, hier sind noch wie gesagt alles an Dichtungen, Kofferraumblende, die kann ich mir auch schon mal rauslegen. Eieiei, die hat hier aber ein Ei, wa? Dann guck mal eben, die sieht aus wie vom Zweier. Aber ich glaube, die ist vom Dreier hier, ne? Ja, diese, die brauche ich auch hier. Ja. Dann kann ich die gleich nochmal rausschleppen, weil die muss ich definitiv nur einmal schleifen. Definitiv, da geht kein Weg dran vorbei. Und dann geht er los. Aber jetzt ist erstmal eben kurz Video schneiden, chill, eine Runde Kaffee trinken. Zierleisten müssten hier auch noch auf dem Tisch liegen, die lange und die kurze. Und die Gitter für vorne. Genau, alles hier. So Jungs, jetzt aber Feierabend. Bis morgen, wir sehen uns. Tschüss.